Moin und hier zurück bei God of War. Was haben die denn gekostet? Odin muss ihn überzeugt haben, er würde geheilt, wenn er euch nicht reden immer noch. Sicher nur Lügen. Warum hat die Myste den Bann gebrochen? Bahnenmagie ist sehr mächtig, aber ihre Regeln sind nur schwer fassbar. Eine Hexe kann damit bestimmt rum. Oh, alles so verdammt tragisch. Ja, Walden war das größte Geschenk, das Odin Freya gab. Das einzig Gute aus ihrer Ehe. Sie wollte ihm nur Schmerz ersparen und sich selbst ihn zu verlieren. Doch solche Regungen lassen gute Eltern oft schrecklich dumme Entscheidungen treffen. So, jetzt gehen wir erstmal in die Übersicht. So, ich habe 25.000 XP gesammelt. Das heißt, ich kann mal gleich kurz mal irgendwas machen hier. Ah, was mache ich denn? Mal gucken. Keileransturm mache ich jetzt mal 3. So, schon mal ganz gut, glaube ich. Dann haben wir hier auch noch was zum Upgraden vielleicht. Verbessert. Okay, nee, ist schon verbessert. Ist auch schon verbessert. Maximum. Was Neues? Nein. Was kann man hier noch verbessern? Auch schon verbessert. Da habe ich jetzt leider ein bisschen wenig XP. Schade aber auch. Rüstungen. Oh, hier oben was anderes noch. Fähigkeiten. Kann ich auch noch upgraden, aber das hier erstmal. So, da ist die Karte. Das sind die Ziele. Mutters Asche. Aber wir werden jetzt erstmal die Nebenmission machen. Und zwar habe ich hier noch ein paar offen, wie man hier sieht. Und jetzt gehen wir erstmal zur Nebenmission. Und zwar machen wir erstmal... Wir sagen, weil wir jetzt hier gleich runterschippern hier. Irgendwo lang. Nebenmission ist hier auch eine. Die Anatomie der Hoffnung. Die Anatomie der Hoffnung. Dann gehen wir da erstmal hin, würde ich sagen. Kann ich das irgendwie... Genau, das machen wir jetzt erstmal. Ne, warte mal, kann ich das irgendwie aktivieren? Warte mal. Tagebuch. So, das machen wir jetzt erstmal. Ich muss jetzt mal ein paar Nebenmissionen machen, weil... ich halt ein bisschen Loot brauche jetzt, um ein paar Sachen freizuschalten. Ich glaube, es ist ganz gut, bevor ich jetzt nach Jütenheim gehe. Ich wäre sonst die vorigen Folgen einfach so nach Jütenheim gegangen, weil ich dachte, das wäre eigentlich so ganz cool, weil gut ausgerüstet und so, aber ich bin der Meinung, ich müsste jetzt mal ein bisschen ein paar Nebenmissionen machen und mal ein bisschen was reinfarmen. Emil! Und ja. Du hattest doch eine Geschichte begonnen. Und wie wollte dieser Berater von Odin den großen Krieg beenden? Er begann, Frieden zwischen den Göttern auszuhandeln. Es brauchte viel Überzeugungsarbeit, doch schließlich stimmte Odin zu, seine tödlichste Gegnerin zu ewigen. Eine gewisse Bahnenjägerin, die nicht nur wegen ihrer Schönheit berühmt war, sondern auch wegen ihres Talents für eben jene Bahnenmagie, die Odin schon so lange meistern wollte. Freya und Odin? Warum tat sie das? Sie brachte das Opfer, um ihr Volk zu schützen. Ein selbstloser Akt der Liebe. Wahrlich, sie verdient etwas Besseres. Aber natürlich war das noch nicht die ganze Geschichte. So, also hier immer schon die Fässer umfahren. Fahren, da gibt es mal Hacksilber. So, jetzt müssen wir gucken, wo ich wo bin. So, wo bin ich jetzt hingeschippert? Da bin ich jetzt. Okay, da ist gleich so, wie gesagt, hier muss ich überall hin, die Anomalie hier. Da ist am Leuchten. Gehen wir da mal hin, da. Erstmal nehmen wir es von jetzt. Wir haben jetzt auch richtig entschieden, wenn nicht, wären wir natürlich blöd. Okay, ich muss ja also. Ach scheiße, da kommen aus einer Anomalie kommen ja die Gegner raus. Die harten Gegner. Nein, wir probieren es einfach mal. Wenn es nicht klappt, dann habe ich ja Pech gehabt. Dann war es eine Fail-Aufnahme hier. Aber diese Anomalie muss ich halt hier schaffen. In diesen Knochen steckt Magie. Das muss Gulbeck sein. Können wir... Das ist hier die Anomalie. Können wir den mitnehmen? Vielleicht finden wir ja die anderen. Der Geist lügt dich an. Ist das so? Ich habe viele Geister gekannt. Alles Lügner. Der hier ist anders. Ich weiß es. Du weißt sehr wenig. Okay. Dann lässt man noch Geld behind nicht, das ist mehr als nicht. Okay.
Alter. Ich sollte mal vielleicht abwehren. Okay, ich habe keine Energie mehr. Mist, ich hätte mal ein bisschen abwehren sollen. Gut, das war jetzt der erste Schritt, Anomalie oder was? Warte mal, ist die jetzt schon verschwunden? Ja, die ist jetzt schon verschwunden. Gut, das war die erste Anomalie, alles klar. Dann machen wir die nächste, ist dort. Gehen wir direkt mal hin. Kann man eigentlich immer farmen hier? Also, das ist sozusagen ein Farmpoint. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber wo man halt immer so eine XP hochziehen kann. Wäre natürlich interessant zu wissen. Ah, warte, hier ist so eine Kiste. Aha. Waren eben auch Eisleute, vielleicht die auch mit meinen Chaosklingen erlegen müssen. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, um ehrlich zu sein. So, dass ein Geist sein Wort hält, ist dumm, Junge. Aber wenn eine Chance besteht, willst du Mutter nicht wiedersehen? Natürlich will. Sie ist fort, Atreus. Das musst du akzeptieren. Tue ich. Aber. Sie so, hier denn. Nur noch einmal. Jagddrizzle Stärketau, episch. Ein Tank aus dem Tau des Weltenbaums bewirkt dauerhaft Vorteile. Er will jemanden wiedersehen, den er geliebt hat. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich glaube nicht, dass das etwas Übles ist. Um hier mal die gelben zu legen. Hoffnung, verliebe deine Instinkte, Junge. Hier, ne, meine ich. Ich probier's mal eben. Hier ist noch ein Kampf oben offen. Das wird sich zeigen. Ich muss erstmal jetzt hier ein bisschen looten und leveln. Das ist eher so neben der Aufnahme hier und alles andere auch. Mal gucken. Mal Sachen erledigen, die ich jetzt noch nicht geschafft hatte in den vorigen Episoden, wo ich mal draufgegangen bin. Das war nämlich auch hier. Ah, hier ist auch ein Tor, okay. So, hier und die Anomalie habe ich hier nicht gepackt gehabt. Ah, ich muss noch was lesen hier. Noch ein Name. Gaedriful. Als dienten sie als Gedenkstätte für die Walküren. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier packe oder nicht. Direkt hinter dir! Jetzt packt es gut. So, das war jetzt einfach. Gut, das habe ich gepackt. Was? Okay. Was kann ich jetzt hier immer wieder farmen oder was? Also. Nee, krieg ich das. Ach, verdammt. Weltenstaub, legendär. Formlose Substanz, die in Weltenrissen gefunden wird. Ah. Hätte ich da vorne auch nochmal reingreifen müssen? Warte mal, ich muss nochmal kurz zurück. Das wusste ich jetzt da nicht. Ich muss da auch nochmal kurz reingreifen. Okay, fail. Jetzt kann ich nämlich eigentlich die ganzen Gegner hier, die vorher mal lila waren, wo ich einen Schlag abgetroffen habe, oder zwei und ich sofort down war. Wie cool. Das freut einen noch echt, wenn man weiterkommt, ne? Ich wundere mich, dass Kratos nicht fliegen kann, um ehrlich zu sein, ne? So, das fehlt nämlich noch. Weltenstaub. So, gehen wir weiter hier. Boah, Hacksilber, gibt ordentlich Punkte hier. Ja, wie gesagt, ich habe auch nie ein Tutorial gespielt. Ich bin einfach rein ins Spiel hier, weil ich damals so keine Zeit hatte. Ich stand vor kurzem im Urlaub. Was ist denn da hinten? Warte mal, wo muss ich jetzt hin? Da hinten hin. Hier ist auch noch ein Kampf. Gehen wir auch nochmal hin. Ach komm, wir nehmen jetzt einfach alles mit hier. Loot und leveln. Cool, jedenfalls einer. So friedlich. Totenschlinger. Ich
nicht, ich wollte damit nicht gehen. Ja, nicht gut. Looten und leveln. Ah, ich habe keine Energie mehr. Ich hoffe wieder. Was Neues gekriegt. Nehmeischer Schwetterer. Okay. Was macht der? Oh, sieht ganz interessant aus. Cool. So, ich könnte ein bisschen Energie gebrauchen, um ehrlich zu sein. Das ist echt gerade ein bisschen mau. Ah, hier sind noch Energiebrocken. Kann ich da nochmal hoch und kämpfen? Ich glaube schon. Was soll's, gehen wir einfach hier weiter. Nehmen wir alles mit hier. Sieh, der neue gibt's noch viel zu looten hier. Sehr schön. Muss man nicht viel hochziehen hier und alles. Wie viel Hacksilber habe ich jetzt eigentlich? 45.000, ein bisschen wenig noch. Naja, geht auf jeden Fall voran. Kann ich nicht noch irgendwas upgraden hier? Ne, ne, konnte ich ja nicht, ne? Ne, leider nicht. Muss ich wohl noch irgendwann nochmal zu den beiden Brüdern hier, zu den beiden. Hier habe ich schon alles genommen. Ah, hier habe ich schon gewonnen, oder was? Okay. Hier hätte ich nicht hoch müssen. Also zu den Zwergenbrüdern immer nochmal hier ordentlich. So, machen wir jetzt mit den Nebenquests weiter hier. Anomalie hier, wie gesagt, da blinkt es auf, da muss ich hin. Da muss ich auch nochmal hin. Hier muss ich auch nochmal hin. Eigentlich muss ich hier überall nochmal hin. Erstmal sie der neuen Leerlupen. Aber wie man sieht, es lohnt sich. Man kriegt auf jeden Fall gut XP und Gegenstände. Schon mal ganz gut. Hier gibt es bestimmt auch schon einige Tricks so, ne? So hier, Farm da, Farm Spots, aber wie gesagt, das habe ich mir noch nie angeguckt. Ich habe noch kein einziges Let's Play God of War bei anderen angeguckt. Ich glaube, da war. Ist hier noch eine Kiste oder so? Nee, das ist. Ach, hier. Warte mal. Mal gucken, ob wir was schmieden lassen können hier. Das ist ja. Wer ist der Savanini oder Salvini? Ja, hier ist ein anderer. Armer Fafnir, zwischen Ehrgeiz und Gier liegt nur ein schmaler Grat. So. Klingenknauf. Nicht genug Ressourcen. Das bringt nichts. Der will mich weiterbringen. Verbessern kann ich hier aber was? Auf, wie du das Ding wirfst. So, was haben wir hier noch? Die ist ausgerüstet. Die kann ich upgraden. Bringt dann aber irgendwie nichts. Wieso bringt das nichts? Ne, da habe ich gar nichts von ausgerüstet. Schade. Die bringen alle nichts. Alles grüne. Und für dich? Basis-Präzisionsschützenkluft. Brauche ich auch nicht. Was darf's denn sein? Zauber. Wo sind die, die ich angelegt habe? Da fehlt mir noch ganz viel Material, wie man sieht. Nö, da kann ich nichts weiter machen. Schade. Schade, schade. Ja, ab und zu mal hingehen und upgraden ist mal ganz wichtig. Habe ich in den ersten Teilen immer vergessen. Das war ein bisschen dämlich, aber wie gesagt, kein Tutorial gespielt gehabt, das war ein bisschen doof. So, jetzt machen wir die Anomalien fertig. Da hinten müssen wir in ein Gebiet, was sie noch nicht betreten hatte. Das wird auch irgendwie aufregend, glaube ich. So, dann müssen wir irgendwie rum hier. Wow, die eine komplette Stadt unter Wasser. Ja, Kleiner, eine vergessene Stadt. Wie hieß sie? Hab's vergessen. Hier war ich noch nicht.
Komm, nimm. Odin und Freya als Paar ist unvorstellbar. Okay, Liebe und Hass sind enger verflochten, als du dir vorstellst. Episch. Zum Beispiel hasst Odin die Riesen und sie hassen ihn, aber Thors Mutter war die Riesin Fjörgi, eine von Odins großen Lieben. Thor ist halb Gott und halb Riese? Schräg. Als Fjörgin fort war, durchlitt Odin einsame Zeiten. Und als der Krieg mit den Warnen tobte, erkannte ich, wonach er sich in Wirklichkeit sehnte. Oder ich erzähle dir die Geschichte später. Oh, das ist ein kleiner Hase. Sehr schön. Ja, das ist Sitte. Oh. Okay. Jetzt für diese Gegend anscheinend wo High Level. Das heißt, es geht hier alles ein bisschen easy von der Hand. Zumindest sieht es danach aus. Eigentlich ganz nett. Finde ich eigentlich ganz gut. Da ist noch so ein Steinchen hinter. Ah, okay. Atreus, komm her! Kette. Loot. Ey. Ist das vielleicht die Anomalie? Ich kann die Kisten nicht sehen. Oh, deswegen. Sei still, Kopf! Noch irgendwo einer? Der hat das Ding hier wohl, der hat die Kiste wohl bewacht, ja. So, wenn wir dann sehen, wo ich das Ding reinstopfen muss. Wirkt hier wahrscheinlich gerade gar nichts. Hier ist die Anomalie anscheinend. Die aktiviere ich mal. Mal gucken, was da rauskommt. Oh, vielleicht ist es gekriegt. Okay. Weltenstaub wieder. 6 von 18, okay. So eine Kiste, sehr schön. Keine Chance. Okay, da muss ich den also reinstopfen, alles klar. Da oben ist auch noch ein Stein. Hier muss ich ihn also ganz herbringen. Mal gucken, hier, das habe ich aktiviert. Warte mal. Ah.
Wie lange halten die jetzt eigentlich diese Wege? Wie lange? So, den muss ich da oben wahrscheinlich hinbringen. Komm schon. Die Kiste will ich auch ganz gerne noch haben. Da Loot und Leveln hier beim See der Neuen. Ach, kann ich gar nicht runter. Mensch. Kann er nicht mit schneller gehen? Mann. Wäre ganz nett, wenn er sich ein bisschen schneller bewegen würde. Ich meine, er ist ein Gott. Er kann doch eigentlich mehr machen, oder? Echt jetzt. Okay, das macht er schon. Der ist so high level. Boah, der macht das einfach. Nee, nicht wieder. Das nervt auch. Man schmeißt die Kette runter und dann rennt er da erstmal direkt hin oder runter. Wo immer. Geschmissen. Da war ich noch nicht unten. Ich würde sagen, da war ich noch gar nicht. Okay, gut. Das ist eine Abkürzung sozusagen jetzt. Ja, sieht der neuen riesengroß, viel zu entdecken, wie man gerade sieht. Der stinke Peter ist da oben hier. Wow, wer näher. Das, wenn ich dagegen schieße, hoffentlich explodiert es nicht. Das bringt bestimmt irgendwas. Sind wir hier oben angekommen? Cool. Da, wo ich eigentlich auch hin wollte. Den muss ich da wieder rausnehmen, aber erstmal abwarten, wohin. Himmlisches Eichhörnchen, das denn? Was soll das denn? Und makellose Schuppen der Welt. Sehr schön. So, da muss der Steinchen mal holen. Da, hier sind auch überall von dem. Die Runen müssen eigentlich auch noch irgendwo sein. Oh, ich muss den Stein jetzt herholen. Wo war denn jetzt der Stein? Da. Hoffentlich geht das jetzt hier nicht weg.
Ist ja wie angeln gehen hier irgendwie. Schon mal ganz cool. Was hat das jetzt gebracht? Großes Fragezeichen. Ah. Okay, Alter, oder? Weltenstaub wieder. 7 von 18, okay. Komm ich nicht ran. Mist. Boah, sieht doch gut. So, jetzt habe ich hier alles gelootet erstmal, glaube ich. Ich habe zwar jetzt nicht die Runen alle gefunden, gerade von der Kiste unten, aber das müsste jetzt alles gewesen sein hier. An diesem Ort. Mal gucken, ob ich die hier irgendwo sehe. Aber ich glaube nicht. Die Kiste da unten werde ich gerne noch gehabt. Aber ich weiß gerade nicht, wo die Runen sind. Das ist ein bisschen ärgerlich. Leuchtet irgendwas blau, sieht man hier irgendwie. Aber ich mache jetzt erstmal die Nebenquest weiter, würde ich sagen. Das heißt, ich gehe wieder zurück zum Boot und fahre dann weiter. Mal gucken, was habe ich da jetzt hoch gelootet. Da müssen wir nämlich hin. Okay, das war ja schon mal ganz gut. Wie gesagt, die Kiste muss ich irgendwann vielleicht nochmal machen, aber jetzt geht es gerade nach. Weil ich gerade die Runen nicht finde. Naja, irgendwie. Schade. Schade, schade. Obwohl, da sind eigentlich auch immer gute Sachen drin in diesen Kisten, aber. Das ist halt leider Pech. Naja. Irgendwann mal wiederkommen mit den Runen hier, nochmal gucken. Ich weiß gerade nicht, wo die sein sollen. So, geht weiter. Hat auch ganz schön gedauert, oder? Ah, da fährt es. Fischen wir auch nochmal kurz rum. Ich sehe etwas im Wasser. Was war's jetzt? Gold, okay. So, hier wird auch jetzt. Du meintest, Odin war einsam? Und darum stand ich im Krieg? So einfach ist das nicht. Aber ich hoffe, dass die Liebe ihn mäßigen und uns den Frieden ermöglichen würde. Weißt du was? Ich erzähle sie dir später. Runde Altmilch, richtig? Ja, bin ich. Oh, so ein Steinmuckel. Sieh her. Jawohl. Da wollen wir ihn gleich nochmal kaputt machen. No!
auch nicht. Den Finger, den kriegt man scheinbar nicht so gut kaputt. Warte mal, so. Gut, was? Okay, muss ich nochmal probieren. Ich kann ja die Kiste auch einfach so öffnen. Das ist wohl gar nicht die Anomalie, glaube ich, oder vielleicht doch. Ich weiß es gerade nicht. Ach man, hat auch einfach zu wenig Energie, das ist halt shit. So, Trophäe erhalten, warum ich denn eine Trophäe erhalten? Für was? Aber wenn ich den besiege, gibt es auf jeden Fall ordentlich Loot. Kann ich einen drauf lassen. Muss ich den eigentlich anscheinend auch gar nicht, aber... Was Neues. Seitere Siegel des Schutzes. Zauber, okay. Den kann ich eigentlich liegen lassen. Die Anomalie habe ich immer noch nicht. Wo ist denn die Anomalie? Die ist doch hier irgendwo. Da traf ich gerade nicht. Wo ist die Anomalie? Okay, die Anomalie. Knochen. Was willst du ihr sagen? Gullweg? Deine Mutter. Was liegt dir auf dem Herzen? Ich glaube... Ich will nur wissen, ob es ihr gut geht. Sie ist tot, Junge. Das weiß ich. Ich... Das verstehst du nicht. Du auch nicht. So, hier kann ich irgendwie noch reinfahren ins Dunkle. Machen wir aber nicht. Wir gehen nämlich direkt zum nächsten...
Punkt hier, weil wie gesagt, da kann ich ja hochfahren in die Höhle. Machen wir jetzt aber erstmal nicht. So, wir haben jetzt irgendwelche Sachen gekriegt hier, neue Sachen. Mal gucken hier, was überhaupt, wo die überhaupt sind. Habe ich immer noch nichts Neues gekriegt. Warte mal. Hier sind die ganzen Dinger. Die muss ich auch noch einsetzen. Ich weiß noch nicht genau wo, um ehrlich zu sein. Kann ich da was verbessern eigentlich? So, war das jetzt gut oder war es gut? Ich hoffe ja. Was würdest du, Mutter, sagen? Gar nichts. Gar nichts? Es gibt nichts mehr zu sagen. Was ist mit allem, das wir bisher getan haben? Der Mann, der bei unserem Haus war, mit der Weltenschlange zu reden. Wir haben so unglaubliche Dinge erlebt. Ich will ihr einfach davon erzählen. Okay, Abwehrtau. Du nicht? Okay, ob wir das einsetzen, ist auch schon mal gut. Was würdest du ihr noch sagen? Dass es uns beiden gut geht. Dass sie sich nicht Sorgen braucht. Atreus, ich vermisse sie auch. Das weißt du. Ich dachte, ich wüsste so wenig. Du meintest, Odin war einsam? Und darum ständig im Krieg? So einfach. Aber ich hoffte, dass die Liebe ihn mäßigen und uns den Krieg ermöglichen würden. Und nach einiger Überzeugungsarbeit stimmte Freya zu. Eine Zeit lang war er ausgesprochen charmant. Er schien sie glücklich machen zu wollen. Oder ich erzähle dir die Geschichte später. So, ich hoffe mal, ich laufe jetzt hier gerade richtig hoch, beziehungsweise ich kletter hier richtig hoch. Ich muss mir noch gesagt, so auch nochmal hier. Ich glaube, das ist auch richtig. Ja, doch. Sieht richtig aus. Hier ist der Drache, nicht, wo Baldur mit geflohen ist oder wollte fliehen. Und da denn? Aha. Dann mal los! Okay, macht das Atreus das mal eben für mich, ich habe keine Energie mehr. Komm, halt ihn da hinten. Alter. Das war noch ganz knapp, ganz schön Damage gemacht. So, Wellenstaub, legendär. Okay, das war noch nicht die Hauptanomalie. Anomalie, so. Die hoffentlich ist hier noch hier.
Okay. Da sitzt ja schon einer. Noch ein Name. Olrun. Jemand, der die Walküren sehr liebte. So. Wer nur? Jetzt muss ich gegen den fighten. Vielleicht die aber Königin. Irgendwie nicht. So, ich bin aber trotzdem nicht richtig, sehe ich gerade. Egal, mach ich trotzdem. Ich probier's mal eben. Jetzt interessiert ihn irgendwie nicht. Schön farm. So, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ich bin ja gerade, war ja komplett falsch hier. Ich bin ja mal hin. So eine Kiste. Da bin ich, da ist die Anomalie. Die Anomalie öffnet ein Galvais Knochen sammeln. Okay, die müssen hier irgendwo sein. Wo sind denn hier die Knochen von denen? Unten irgendwo. Oh, das ist ein Vögel zum Mitnehmen hier. Wie soll ich den? Warte mal, muss ich wieder hoch. Hier richtig oder mache ich das falsch? Ich bin mir jetzt gerade sehr unsicher. Nochmal kurz weiter. Als Odin und Freya heirateten. Ich kann mich kaum noch an alle Wünsche erinnern, die er ihr erfüllte. Der Frieden hielt und ich glaubte, alles wäre noch besser gelungen, als ich es hätte planen können. Ich glaube, das ist falsch. Zeigte Odin wieder sein wahres Gesicht. Oh, er gewann den Frieden nicht immer weiter. Und sie zeigte ihm ihre wahre Magie. Noch etwas, das er bereuen sollte. Wenn... Jo, ich fahre komplett falsch. Obwohl sein leisester Berater alles tat, um ihn davon zu überzeugen, dass Frieden der einzige Weg sei, um Ragnarök zu verhindern, gab Odin seine Besessenheit von Jötunheim niemals auf. Die Kostprobe der Wahnenmagie ließ ihn neue Experimente ersinnen und neue Tiefen der Verderbtheit erreichen. Wo ist denn das, Mensch? Ich muss nur diese eine Anomalie sammeln, dann habe ich die Nebenquest erledigt. Ich weiß halt gerade nicht genau, wo ich da an Land gehen soll, um ehrlich zu sein. Ich guck noch mal eben kurz draußen. Da oben habe ich eben eigentlich nichts gefunden, also von daher. Hier kann ich auch noch an Land gehen, aber war ja schon. Das ist ja oben hier. Egal, gehen wir jetzt mal ein mal Loot. Hm. Drin kann ich dann nichts. Okay. Guck ich mal da lang. Der Drache, das ist Baldur, nicht wahr? Ja. Und du hast ihn erledigt, um mich zu retten? Das war äußerst heldenhaft. Oh, so ein Geist. Bothwar. Alles in Ordnung? Nein, Kind. Meine Waren sind unter Wasser. Meine Männer ertrunken.
und doch streifen ihre Körper weiter über den Strand. Hehlläufer, sie suchen dieses Land heim. Ich war ihr Kapitän. Ihr Tod war meine Schuld. Aber diese Abscheulichkeiten besudeln ihr Andenken. Ich werde einen Weg finden, sie aus dieser Folter zu befreien. Ich bin fest entschlossen. Okay, Hellläuferbesatzung töten. Ein Sturm verstreute meine drei Schiffe. Wo ist das denn? Ah, hier unten. Mann, über die Quest. Über den ganzen See. Ich weiß nicht, wie ich Thor verärgert habe. Doch sein Urteil war schnell und grausam. Ja, werden wir schon irgendwann noch erledigen hier. Hier ist es ja. Junge. Jawohl. Noch eine von diesen Karten. So, Finderlohn. Von den Ort von der Schriftrolle finden. Warte mal, habe ich jetzt die Anomalie abgeschlossen? Nein, immer noch nicht. Da geht's hoch. Ich muss immer noch die letzte Anomalie finden. Das gibt's doch nicht. Die Anatomie meine ich natürlich der Hoffnung. So, nicht Anomalie. Mann. Da 1000 Grad in meinem Zimmer. Das merke ich gerade. Es geht eigentlich gut voran, aber mir fehlt halt noch diese Anatomie. So. Hier. So, an die Anatomie der Hoffnung. Letzte Knochen. Zurück. Ja. Dann können wir sie auch dem Geist bringen. Welchem Geist? Vielleicht hält. Darf ich hinten zurückbringen? Okay. Ich weiß, dass sie nicht wiederkommt. Hörst du? Ich weiß das. Los. Vergiss es. Bringen wir die Drache looten. Hier war ich schon mal, okay. Ja, sorry Drache. Drachentränen, okay. Hier gibt es echt viel zu sehen. Wolfe, hinter dir! So, jetzt gehen wir erstmal die Quest ab. Erstmal Loot abholen hier. Und dann sind wir hier erstmal soweit durch. So halbwegs zumindest. Warum Gullwigs Knochen wird überall... Kann ich auch direkt hinwarpen, sag ich mal? Oder was? Gibt's da irgendwo ein Tor? Ne, alle gesperrt da hinten. Vermutlich zur Entweihung. Verschrottete Leichenteile sind eine Qual für die Seele. Du hast keine Hoffnung auf Valhall oder Helheim, wenn dein Körper in alle Winde verteilt ist. Warum fragen wir nicht den Geist? Er hat sicherlich jede Menge Antworten parat. Ah, so schön. Schön ein weggelootet hier. Dennoch schöne Belohnung. Auf
irgendwie hier auf meinem also, Level entspricht. Die Ehe mit Odin hat nicht gehalten. Aber wie endete Freya allein im Wald? Oh, das war eine außergewöhnliche Gräueltat. Selbst für Odin. Als ob die Heirat nicht schon Strafe genug war. Freya war besser zu ihm, als er es verdiente. Sie ertrug die schlimmsten Demütigungen. Und das alles nur, um ihr Volk in Frieden und Sicherheit zu wissen. Doch Odins Wahnsinn, seine Tyrannei, seine Korrumpierung ihrer Magie. Es wurde allein zu viel und schließlich verließ sie. Weißt du was? Ich erzähle sie dir später. Von links! So, möchte jemand noch was? Ich glaube nicht. Loot! Wir haben die letzten Überreste deiner Frau eingesammelt, Geist. Zeig uns diese versprochene Magie. Ah, meine süße Gulweg. Wieder ganz. Erhebe dich, teure Gulweg. Erwache, o mächtiger Gulweg! Agni Bukar Bithyast. Sie sagt, sie wird unsere Bitte erhören. Eldi Fagna. Und uns wieder vereinen. In Gauze! Also gut. Betrug. Böse. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Du bist ein naiver, dummer Junge. Das stimmt ebenfalls. Aber lass deine Enttäuschung nicht an mir aus, Junge. Zieh deine Lehre daraus. Ja, Vater. Genau. So, jetzt sind wir hier ordentlich weitergekommen, würde ich sagen. Wir haben noch, wie gesagt, ganz viel im See hier offen. Es kamen so noch einige Sachen dazu. Kampf, tote Fracht. Oh, es war ein Deus Ex Malachit. Fafnirs Hort. Ganz schön viel noch. Ja, da habe ich noch einiges zu tun. Mal gucken, ob ich jetzt direkt dann hier als nächstes dann erstmal wieder die Hauptmission mache. Die Reise geht dann weiter sozusagen. Muss ich mal gucken. Ich überlege es mir. Ich weiß noch nicht genau. Aber werden wir dann sehen. Danke fürs Zusehen erstmal und Zuhören. Wie gesagt, das war jetzt erstmal nur Looten und Leveln. See der 9. Hat ja ganz gut funktioniert. Danke fürs Zusehen nochmal und reingehauen. Tschüss.